Bei Steam gibt es tausende PC-Spiele, doch mich interessieren die vermeintlich besten. Deswegen habe ich den Spielekatalog am 31. August nach User-Reviews sortiert und eine Top 25 aller PC-Spiele erhalten. In dieser Folge schaue ich mir die Plätze 20 bis 16 an. Wir beginnen mit Left 4 Dead 2 und bei diesem Spiel fällt es mir noch leicht zu erkennen, warum das Ding auf Position 20 der Usercharts ist. Denn es hat die Zombie-Koop-Shooter-Formel praktisch perfektioniert. Vier Überlebende, ein sogenannter KI-Regisseur, der uns die Untoten an immer anderen Stellen und zu immer anderen Momenten auf uns setzt, ein brachiales Waffenarsenal und diverse spannende Modi. Das macht nicht nur einmal Spaß, sondern immer wieder. Warum ist hier niemand? Hallo? Das ist alles nur ein Traum. Jemand da? Alles nur ein Traum. Alles nur ein Traum. Und dabei wollten wir es anfangs gar nicht so recht mögen. Bei der Ankündigung im Rahmen der E3 2009, kaum mehr als ein halbes Jahr nach dem Erscheinen des ersten Teils, empfanden viele Spieler den Stil als unpassend, befürchteten eine Zerteilung der Community und dass Teil 1 keinen Support mehr erfahren würde. Boykottaufrufe wurden laut und am Ende wurden die prominentesten Boykottfürsprecher von Valve ins Studio zum Probespielen eingeladen. Das glättete dann die Wogen und zum Release von Left 4 Dead 2 waren wir wieder versöhnt mit Valve. Und über 100.000 positive User-Bewertungen preisen den Koop-Shooter. Dass der bei uns nur geschnitten erschienen ist, schmerzt aber dennoch und die fast 3000 negativen Reviews haben auch irgendwie recht, denn die Community des Spiels ist zuweilen echt toxisch. Wohl dem, der Freunde als Mitspieler hat. Vielleicht wäre Left 4 Dead 2 dann auch vor Reign of Giants gelandet, dem einzigen DLC, der es in Steams User Top 25 geschafft hat. Und mit 98% zufriedenen Spielern schlägt das Add-on sogar sein Hauptspiel Don't Starve, das ich bereits in der letzten Folge vorgestellt habe. Wir erinnern uns, Survival Sandbox, jede Menge Charme und Ideen, schicker Stil, kaum Bugs, ein echtes Kleinod. In Reign of the Giants kommen nun mehr Jahreszeiten hinzu, es gibt also nicht nur Normal und Winter, sondern auch einen regnerischen Frühling und glutheißen Sommer. Dazu kommen neue Biome, neue Kreaturen, neue Items, die titelgebenden Riesen und zwei neue Spielfiguren. Ich finde da ja Webby besonders cool, ein kleiner Junge, der immer noch in der Spinne steckt, die ihn mal gegessen hat. Oh je, und jetzt wird's für mich etwas schwierig, denn ich kann mir das hier nicht wirklich erklären. Auf der 18, Planetarian, The Reverie of a Little Planet. Das ist eigentlich alter Käse, weil schon vor über einem Jahrzehnt in Japan erschienen, aber erst 2014 ins Englische übersetzt. Dann ist es auch noch ein Vertreter des Visual Novel Genres, wir erleben hier also eine lineare Story. Ohne Entscheidungen und ohne Gameplay. Wir lesen einfach nur eine Geschichte. Tja, aber trotz Verspätung und trotz extremer Nische sitzt der Nippon-Titel rotzfrech auf Platz 18 der User-Charts. Ich kann das also nicht einfach nur als Fanboy-Hype abtun. Irgendwas muss doch dran sein. Aber wenn ich mir das so ansehe, auch wenn es von Key, dem Studio für Visual Novels, kommt, auch wenn einen die Story angeblich zu Tränen rührt, Platz 18? André, was sagst denn du dazu? Japanische Visual Novel, erfolgreich auf Steam. Ich erwarte Tentakelsex und Schulmädchen. Oder anders ausgedrückt, ich schau's mir mal an. Und André, gut das Planetarian? Schlechte Nachrichten, Sebastian. Das Ganze hat mit Tentakelsex nicht das Geringste zu tun. Und es ist noch nicht mal irgendeine wirre Japan-Grütze, über die wir uns als typisch überhebliche Westler jetzt lustig machen könnten. Nein, es ist eine kleine, auf das Wesentliche beschränkte Visual Novel, spielt in einer Postapokalypse, das mögen die Japaner ja. Und dort trifft die Spielfigur als Ich-Erzähler auf ein kleines Robotermädchen, das in einem Planetarium seit Jahr und Tag auf Besucher wartet, obwohl die Menschheit seit rund 30 Jahren mehr oder weniger ausgelöscht ist. Und dann entspinnt sich da so eine emotionale Bindung zwischen dem Mädchen als einem Symbol der Unschuld in dieser zerstörten Welt und dem Protagonisten. Und insbesondere hat das Planetarium eine zentrale Rolle, denn die Erde ist seit dem großen Krieg von einer dichten Wolkendecke umschlossen und nun sieht er dank dieses Robotermädchens in dem Planetarium zum ersten Mal wieder einen Sternenhimmel und entdeckt damit quasi seine Menschlichkeit neu. Ja, und von da an nimmt das eigentlich einen zu erwartenden tragischen Verlauf und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ich fand's ehrlich gesagt ganz nett. Ich wundere mich aber, dass man dafür 10 Euro verlangen kann,
denn ich hatte eigentlich erwartet, dass das viel stärker bebildert ist. Es gibt allerdings relativ wenige Illustrationen, die sich dann auch immer wieder abwechseln. Es ist in Japanisch vertont, die Untertitel sind nicht ganz perfekt übersetzt, also der Preis ist ein bisschen happig, ehrlich gesagt. Und es wundert mich, dass ausgerechnet dieses Werk so weit oben vertreten ist. Aber zu meinem großen Bedauern lautet das Fazit, warum nicht? Danke, André. Und nun gleich weiter zum nächsten Titel. Und auch der ist eher eigenwillig. Super House of Dead Ninjas kommt als knallhartes 16-Bit-Action-Spiel daher und lässt sich am ehesten mit sowas wie Super Meat Boy vergleichen. Hochpräzise Steuerung, schnell erlernte Mechaniken und hektischer Spielverlauf. Unsere Aufgabe als Ninja-Kämpfer ist es, einen schier endlosen Turm von oben nach unten zu durchkämmen. 0815 Gegner verwandeln wir schneller in roten Pixelball, als sie Ninja rufen können, aber genauso haben wir selbst nur wenige Lebenspunkte und Gefahren sowie Fallen gibt es reichlich. Und ein Zeitlimit. Und massig Bosse und Minibosse. Und freischaltbare Waffen. Upgrades, hunderte zufällig arrangierte Räume, Power-Ups, massig Moves, einen Karteneditor und ach, auch wenn's wie das typische Wald- und Wiesen-Retro-Indie-Roguelike aussieht, stimmt hier einfach die Mischung. Das Gameplay ist vom Feinsten, es motiviert, es fordert. Alle Elemente sind stilsicher arrangiert. Es ist einfach ein verdammt gutes Spiel. Wer sich davon ein Bild machen will, kann das übrigens auch kostenlos tun, denn Super House of Dead Ninjas gibt es auch als kostenlose Flash-Version auf adultswim.com. Die ist nicht ganz so umfangreich und ausgefeilt wie die Steam-Version, vermittelt aber einen tollen Eindruck vom Spielverlauf. Und auch das finale Spiel dieser Folge erblickte als Flash-Version das Licht der Welt. Epic Battle Fantasy 4, zumindest ein gutes Stück davon, kann man gratis im Internet spielen. Es stammt von Matt Rosack, der den Großteil der Programmierarbeit allein stemmte und sich nur bei Musik und Design helfen ließ. Tja, und diese Flash- und Ein-Mann-Projekt-Wurzeln, die sieht man auch der Steam-Version an, die letztendlich nur eine erweiterte Fassung der Ur-Version ist. Mäßige Technik und seltsames Bildformat inklusive. Auch spielerisch ist es recht limitiert, was aber nicht zwangsläufig schlecht ist. Beim Gameplay konzentriert sich Epic Battle Fantasy 4 auf klassische JRPG-Rundenkämpfe mit massig Angriffen, Zaubern, Summons und Items. Das ist trotz der simplen Grafik richtig gut inszeniert und fordert, weil jeder Gegnertyp andere Taktiken und Party-Ausrüstungen erfordert. Da liegt dann auch der große Reiz am Spiel. Das Kämpfen, das Tüfteln und sich an dem schräg irrsinnigen Spektakel erfreuen. Story und Spielwelt sind rollenspieluntypisch, eher simpel ausgeformt. Die Handlung um den drohenden Weltuntergang durch einen Katzengott dient eher als Vehikel, um möglichst viele Genre-Klischees durch den Kakao zu ziehen. Und in der Schachbrett-Spielwelt gibt's vor allem massig versteckte Schätze zu heben. Tja, und es ist schon bemerkenswert, wie gut dieses Spielprinzip bei den Steam-Usern ankommt. Ich kannte Epic Battle Fantasy vor, bisher überhaupt nicht. Und es sieht nicht sonderlich toll aus. Und doch steckt da ein komplexes, anspruchsvolles Spiel dahinter. Oh, und es gibt ein verstecktes Achievement, wenn man oft genug auf die Brüste der Zauberin Natalie klickt. da fällt mir ein, wie viele von euch haben eigentlich... Das müsste ich doch... Was? Fast ein Drittel? Perverslinge!